Namen der Kolpenbühne Wattens darf ich alle Kinder und die großen Kinder und die ganz großen Kinder heute zu unserer Premiere recht herzlich begrüßen. Am vergangenen Samstag lud die Kolpingbühne Wattens zur Theaterpremiere von Die kleine Hexe. Zahlreiche Besucher, egal ob jung oder jung geblieben, folgten der Einladung ins Bader Gabhaus. Der Klassiker des berühmten Kinderbuchautors Ottfried Preußler zeigt die Geschichte der kleinen Hexe, welche vergebens versucht, die Walpurgisnacht mit den anderen Hexen auf dem Blocksberg zu feiern. Eine aufregende und fesselnde Erzählung mit viel Hexerei rund um die kleine, chaotische Hexe. Die kleine Hexe, das hat ein bisschen aufgedreht, weil sie ja erst 127 Jahre alt ist und die anderen Hexen sind böse. Und die kleine Hexe hext aber immer Gutes, damit sie am Blocksberg mittanzen darf mit den großen Hexen. Und sie ist ein bisschen chaotisch und springt immer um. Und aber dann zum Schluss sagen halt die Hexen, sie hat eigentlich nur böses Hexen dürfen. Aber gehext hat sie ja dann nur Gutes und dann hat sie aber die Hexen das Hexen abgehext und somit ist sie dann die einzige Hexe auf der Welt und dann ist sie eine gute Hexe. Heiße Maroni! Komische Namen! Heiße Maroni! Guten Tag! Ja, ich muss sagen, es ist schon sensationell, was da die Kolpingbühne wieder auf die Bretter gezaubert hat. Ich bin also wirklich begeistert. Ich bin begeistert von dem Stück. Das Stück, was wirklich den gut gefüllten Saal sehr gut unterhalten hat. Ich bin aber auch begeistert, wie es der Kolpingbühne immer wieder gelingt, junge Leute auf der Bühne und vor der Bühne zu begeistern. Und das ist ihnen heute wirklich wieder sehr gut gelungen. Ich habe jetzt zwar sehr, sehr unterhaltsame Stunden da genossen und ich muss sagen, das war eine so liebevolle, abwechslungsreiche, perfekte Produktion mit so netten Schauspielern und Kostümen. Und ich muss auch sagen, dass die Kinder, die waren jetzt seit 2 Stunden total aufmerksam, die da drinnen waren. Das muss man auch zusammenkriegen. Und das waren mit diesen Effekten und ja. Und einen Effekt halte ich da in den Händen, den habe ich jetzt gerade vom Vizebürgermeister Thomas überreicht gekriegt, mein Hexenbesen. Mit dem, glaube ich, darf ich jetzt dann davonfliegen. Wie viel Arbeit hinter so einer Produktion steckt, ist von der Bühne nicht immer gleich erkennbar. Die liebevoll gestalteten Kostüme sowie aufwendige Bühnenbilder sind nur einige wenige sichtbare Details, welche das Ergebnis wochenlanger Theaterproben und harter Arbeit sind. Die Gruppe ist schon richtig eingespielt. Dennoch stehen auch immer wieder neue, junge Talente auf der Bühne und dürfen ihr Können zum Besten geben. Die Begeisterung auf der Bühne ist ein wichtiger Bestandteil, dass auch die Begeisterung vor der Bühne erfolgreich ist. Einige bekannte Gesichter kann man jedoch jedes Jahr aufs Neue bestaunen. Und wie es scheint, werden diesen Darstellern die Rollen auf den Leib geschneidert und sorgen schon für das eine oder andere Schmunzeln im Publikum. Ich habe wieder mal einen Förster oder einen Jäger verkörpert. Hat man, glaube ich, gesehen. War zuerst ein bisschen grantig, bösartig und ist nachher eigentlich in einen ganz manierlichen Menschen verwandelt worden. Durch die Zauberei der Hexe? Durch die Zauberei der Hexe, selbstverständlich, ja. Die kleine Hexe mit ihrem sprechenden Raben Abraxas, der einst grantige Jäger und auch die zahlreichen anderen Figuren des Stücks schaffen es sowohl jung als auch alt zum Staunen zu bringen. Von der ersten bis zur letzten Reihe des gut gefüllten Saales des Bader Gabhauses konnte man gespannte und aufmerksame Gesichter beobachten, die das bunte Treiben auf der Bühne bestaunten. Von Nervosität der Darsteller, vor allem der Hauptdarstellerin, war keine Spur. Also ich habe so angeschaut und dann so voll viele Leute und irgendwie, also am Anfang war ich ein bisschen nervös, aber dann kommst du so rein und dann passt das alles und es war ein super Publikum und es war alles gut. Noch sichtlich mitgerissen von der Geschichte der kleinen Hexe, hatten die begeisterten Besucher nach der Vorstellung auf die Frage hin, was denn das Highlight des Stückes war, gleich eine Antwort parat. Also ich war ganz beeindruckt über die Stärke des Försters, der da mit den 2 Damen im Korb dann spaziert ist, dann der Kugelblitz. Ja, das war also für mich eindeutig der Tanz in der Walpurgisnacht. Da hat es mich sogar ein bisschen gegruselt, aber ich bin trotzdem froh, dass alles gut ausgegangen ist. Nach namhaften Produktionen der vergangenen Jahre, wie Bibi Langstrumpf oder Bumuckl, gelang es der Kolpingbühne Wattens erneut mit dem Stück Die kleine Hexe, eine Kinderbuchfigur durch perfekte Inszenierung zum Leben zu erwecken. Wie jedes Jahr gelang es den Darstellern durch ihr schauspielerisches Können und das geschickt gewählte Stück, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.
Wer es nicht zur Premiere geschafft hat, hat noch bis zum 7. Dezember die Gelegenheit, jeweils samstags und sonntags eine Vorstellung zu besuchen.